Nächster Dienst. Jesus? Nein, Korrektur. Es ist doch mal Dani Wagner. Naja, fast. Also ein Applaus für Daniel. Jesus, ist für mich gestorben. Nee. Jetzt habe ich vergessen, was ich sonst sagen wollte. Genau, Vize-Meister. Wurde ich gefragt, was gewinnt man denn so als Vize-Meister? Was gewinnt man, wenn man zwei lebendige Meisterschaften? Nichts. Was ist die Wahrheit? Man gewinnt nichts. Und trotzdem werde ich ständig gefragt, ob sich denn mein Leben verändert hätte danach. Und da will ich das in Zukunft nicht mehr gefragt werden. Da habe ich jetzt eine kleine Rede vorbereitet. Der hat dieses Jahr einen Shaker, genau, einen Cocktail-Shaker mit Gravur. Da gibt es schon nichts mehr. Aber Vize wäre nach Pforzheim. Ja, man kommt hoch, Pforzheim. Jetzt aber die Rede. Liebe Zuschauer, liebe Gäste, liebe An- und Verwesenden, lieben Dank für die vielen Glückwünsche. Ich bin auch ganz gerührt, ob sich nach der Vizemeisterschaft etwas an meinem Leben geändert hätte, werde ich oft gefragt. Kaum sage ich dann, sehr kaum. Ich verschenke ein Lächeln mehr und bekomme ein Lächeln mehr zurück. Ich bin jeden Tag dankbar für das, was ich habe und erreicht habe. Danke, Herr Vizemeister, wenn es Ihnen recht ist, Herr Vizemeister, sehr großzügig von Ihnen, dass ich Ihre Füße küssen darf, Herr Vizemeister. So höre ich in letzter Zeit nicht selten. Das wäre doch gar nicht nötig gewesen, Frau Normalsterbliche, antworte ich dann bescheiden. Denn ich bin doch ganz der Alte. Gestern habe ich mir sogar selbst gekocht. Also ich habe mir selbst was zum Essen bestellt. Trüffelpizza schmeckt mir nicht. Da habe ich den Pizza auch nicht abgepustet. Was soll ich, wenn du erfordert hast? Wer willst du ja nicht so sein? Erst warten, eine Trüffelpizza zu servieren, die mir nicht schmeckt. Per Wunder! Schafft mir diese ekelhaft stinkende Ratte, diese abscheuliche Kakerlake, diesen blasphemischen Kadaver eines unwürdigen Stück Etwases aus meinen Vize-Augen, schrie ich völlig außer mir vor Wut. Dabei stolperte ich fast über das Fell des weißen Java-Tigers zu meinen Füßen. Das frisch geschossene Tier war übrigens eines der letzten seiner Art. Trüffel hat mir noch nie geschmeckt, aber dafür ist es teuer. Sonst bin ich noch ganz der Alte. Ich mag es nur nicht, wenn mir was nicht schmeckt. Oder wenn ich warten muss. Warterei gibt mir mehr denn je auf den Sack. Wenn sich meine in den Weg stellt, dann lasse ich ihn eben entsorgen. Wenn ich überhaupt noch irgendwo hinkomme. Komm ich natürlich jetzt nicht zu spät. Wie gesagt, ganz Alte. Du sollst froh sein, wenn ich hochkomme. Wenn ich mich in meiner beheizten Mahagoni-Edelholzpuppe Reibensenf irgendwo hintragen lasse. Das ist doch sowieso Zeitverschwendung. Dann sind die Fußgängerzonen immer so voll. Da tummelt sich der ganze Pöbel. Der Mob. Die Masse. Leute, die sagen, das kann ich mir nicht leisten. Leute, die einen Mittelklasse-Wagen fahren und Miete zahlen. Leute, die auf einen Poetry Slam gehen. Poetry Slam. Da hat ja noch nicht mal das Niveau dessen, was mir dabei bedarf, mein Hofgaukler vorkaspert. Körper, die mir im Weg stehen, dass ich einfach mit Wasserwerfern und Tränengas beseitigen kann. Dafür habe ich trainierte und geübte Polizeitruppen. Habe ich im Herbst in Stuttgart ausgiebig trainieren lassen. Manchmal hatte ich eine Bettler in der Fußgängerzone den 100-Euro-Schein hin. Und wenn er danach greift, dann sagt den hier. Aber sonst bin ich noch ganz der Alte. Nur schlechtes Wetter kann ich nicht ab. Wenn Regen oder Schnee aufzieht, dann lasse ich die Wolken im Westen mit Silbernitrat beschießen, damit die sich bei den Franzacken abbreiten. In dieser Woche war ich selbst in Frankreich. Jetzt haben wir die Scheiße hier. Apropos Scheiße. Anständiges Klo gibt's ja auch nicht. Das ist da unten. Und Haare. Da hat Pissrand noch Haar auf der Brille. Wollen wir sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ich persönlich kacke nur noch in meine hauseigene Smaragdschüssel. Mit Champagnerspülung und wisch mir den Hintern mit dem Erz. Ihr glaubt doch alles. Wenn ich mir mit Nerz den Hintern wischen, dann mach ich gar nicht mehr selbst. Dafür habe ich jetzt Personal. Viel Personal. Habe ich schon übernommen, als ich mich in meiner Sänfte von 8 geilen Halbnackten hier Komplimente bereitenden Bräuten hierher tragen ließ. Das waren die ersten 8 der diesjährigen Miss World Wahl. Hat wegen der Kette harte Nippel, das war geil. Könnte trotzdem besser aussehen. Aber sonst bin ich noch ganz der Alte. Weil der teuerste Whisky, diese Bar hier zu bieten hat, 8 Grad, das waren auch gefühlte 9. Hat mir noch nicht mal geschmeckt, ihr Barfrauen da. Wir sprechen uns dann noch. Ich bin ja auch noch der Vize. Ich bin ein toller Bartrap, aber das ist ein SEO. Ich mich verändern. Ich ertrage das mit Würde. Ich komme immerhin auf Platz 2 insgesamt. Im absoluten Ranking habe ich den Simon, den Sieger, noch längst überholt. Und ich bin auch besser als viele andere, wie zum Beispiel hier Johann Peter Hebel. Da frage ich mich, wieso dieses Hebel-Gymnasium nicht restaurieren wurde. Ja, fast alle sind schlechter als Platon liegt auch noch Platz 12. Napoleon auf Platz 9 vor Darwin, aber hinter Buddha und Bushido. Brunos ist 14. dahinter Mozart, Platz 11 geht an Mao. Haben mehr Freunde als die. Facebook. Auf Platz 10 übrigens Goethe. Hinter Justin Bieber. Auf Platz 4, Gott. Ich, wie gesagt, auf Platz 2. Ja, hier braucht gar nicht lachen, hier, Lino Viran. Hat sich auch verbessert. Hat sich aber in der Meisterschaft auch verbessert. Hat Buch rausgebracht, hat sich auch verbessert. Um 7 Plätze auf Platz 2 Milliarden, 98 Millionen. Ja, muss ich geschehen. Ist noch deutlich genug vor Hitler. Die Meisterschaften gibt von mir nur noch Koks, Lumpen, Kaviar, Champagner und Trüffel. Kaviar schmeckt genauso scheiße wie Trüffel, aber dafür teuer. Zwischendurch lasse ich mir aus meinen diamantbesetzten, verzierten Elfenbeinkästchen auch mal eine kubanische Zigarre, bei der man die Kinderhände noch schmecken kann, mit der sie gesehen wurde, reichen und entzünde sie an einem 500-Euro-Schein. Das mache ich nur zum Genuss. Ich in meiner Position erst auch nicht mehr selbst. Ein bisschen bequemer bin ich als Vize schon geworden. Dann natürlich inzwischen künstlich ernähren durch vergoldete Schläuche. Frag ich mich aber, wo bleibt eigentlich meine Champagner-Infusion, die ich vorhin bestellt habe? Wo bleibt meine nasale Koks-Infusion und wo sind die heißen Frauen in Käfigen, die hier auf der Bühne meinen Namen tanzen sollten? Was macht eigentlich der ganze Pöbel hier? Da sind noch Leute, die auf meinem Boden nicht sein. Was soll ich hier? Bring mich langsam zurück in meinen Palast. Schaut voll. Und eigentlich die Leute, die fürs Applaudieren bezahlt werden, nicht. Braucht diese Feedbacks. Ich hab mir diesen Text, die Stellen für Zwischenabläuse markiert. Und da kann man nicht verteilen. Wenn auch den mehr Zeit und werden, wenn auch den echten Rekrentizer. Wo bleibt mich mein Pushpokal? Mein linker Pushpokal, wo mein Bild der rosa Pushpokal mit der Eingravur. Fitze ist spitze. Also, PS. PS. Denkt nicht, dass ich den Text selber geschrieben habe. Ein Vizemeister schreibt seine Texte nicht mehr selbst. Den haben meine persönlichen Leibeigenen im Mülleimer von Guido Westerwelle gefunden. Ich habe lediglich das Wort Vizekanzler durch das Wort Vizemeister ersetzt. Ansonsten bin ich noch ganz alt. Vielen Dank.